Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 mit der Road to 56 Mod. Und es wurde ja mehrfach gewünscht, schon seit Jahren, also wirklich schon seit Jahren gibt es die Forderung. Spiel doch mal mit den United States of America. Und heute ist der Tag gekommen, heute mache ich es wirklich. Eigentlich wollte ich zuerst ein anderes Projekt starten und quasi Amerika danach machen, also die USA. Das Projekt, ich hatte da jetzt schon was gepostet irgendwann mal. Ich hatte quasi vor, dass jeder eigene Kontinent quasi ein Bündnis bildet und dann quasi alle gegeneinander kämpfen, um zu gucken, welches das stärkste Bündnis ist aktuell. So von den Kontinenten her, Südamerika, Nordamerika, Europa und so weiter und so fort. Allerdings, ich sag mal so, das war etwas langwierig, weil eine Ingame-Minute hat dann so gefühlt 10 Ingame-Real-Life-Stunden gedauert und ich sag da mal, ja, wenn du dann quasi 3 bis 6 Wochen sitzt, bis dann ein Ingame-Tag vergeht, das macht irgendwo keinen Sinn. Deswegen habe ich das Projekt aufgegeben. Mal gucken, ob ich da irgendwas anderes mache. Oder irgendwas dafür ersetzt wird. Jedenfalls natürlich Projekte mit den USA jetzt erstmal das erste, was wir machen mit Road to 56 Mod. Ich habe eigentlich alles gesagt. Ich habe mir das schon mal leicht angeguckt, ja. Weil, ja, United States ist jetzt nichts, was ich davor mal gespielt hätte. Das ist tatsächlich mein erstes Mal, dass ich jetzt wirklich die United States of America spiele. Ich weiß ein paar Sachen grundlegend. Ja, Amerika ist jemand, der erst sehr spät in den Krieg eingreift, normalerweise in den Zweiten Weltkrieg. Aber ja, ihr kennt mich, ich werde natürlich nicht hier irgendwie nach historischen Gegebenheiten spielen. Ich werde das natürlich wieder wie immer machen, wie ich das möchte, mal gucken, was sich so ergibt. Wir spielen auf alle Fälle mit der Road to 56 Mod. Das heißt, es wird bestimmt hoffentlich auch wieder vieles passieren, was man so nicht vorhersagen kann. Ich hoffe auf irgendwelche komischen Bündnisse, komische Kriege, komische Entwicklungen. Da bin ich immer sehr, sehr gespannt, was da bei Road to 56 Mod rauskommt. Das ist ja wirklich eine sehr krasse Mod, was das angeht. Und wir selber gucken auch mal, was wir machen. Ich gucke mal kurz unseren Fokusbaum an, zusammen mit euch. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, Continue the Deal zu machen. Das heißt, wir machen einfach so weiter wie bisher. Das ist hier die linke Seite. Da können wir dann demokratisch oder ich glaube sogar kommunistisch werden. Die andere Option ist, wir warten ab, bis der Kollege, wie heißt er denn, Franklin Delano Roosevelt abtritt. Das wird dann irgendwann passieren dieses Jahr. Ihr seht dann auch wann. Und gehen dann auf den Goldstandard zurück. Was uns dann die Möglichkeit gibt, America First und dann halt auch Silvershirts. Das heißt, wir können quasi faschistisch werden. Und natürlich ist es für mich deutlich interessanter, faschistisch zu spielen, als zum Beispiel demokratisch. Logischerweise. Ansonsten alles, wie immer, wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch immer Bewertungen da lasst, was ja die meisten sowieso immer machen. Und natürlich alle, die neu mit dabei sind, die zum ersten Mal schauen, ich habe mir das ja letztens aufgefallen, total krass, dass 81% der Viewer meiner Zuschauer, also quasi 81% aller, die sich die Videos hier anschauen, sind keine Abonnenten. Jetzt könnt ihr natürlich im ersten Moment sagen, okay, das heißt dann quasi, dass ihr nicht so wirklich interessiert sind an dem Content, ist aber tatsächlich gar nicht so richtig, weil von diesen 81%, die haben eine durchschnittliche Viewtime von fast 7 Minuten und das ist relativ gut. Also gibt es scheinbar viele, die sich die Videos gerne anschauen, aber mich nicht abonnieren möchten, aber ist natürlich okay. Oder sie vergessen es einfach. Kann natürlich auch sein. Jedenfalls an all diejenigen würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da auch mal einfach ein Abo da lasst für generell alles, was mit Strategie zu tun hat. Also nicht nur Hearts of Iron 4, wenn ihr da irgendwie andere Interessen habt, Total War oder sowas. Oder halt auch in den nächsten Monaten dann die ganzen neuen Spiele, die rauskommen, Crusader Kings und so weiter und so fort. Bin ich natürlich immer offen für und gerne für zu haben. Und Knights of Honor 2 natürlich auch kommen. So, aber genug geredet. Wir fangen jetzt erst mit irgendwas Irrelevanten an. Zum Beispiel War Department, Krieg ist immer gut. Ansonsten, ja, ich schneide natürlich immer ein bisschen uninteressante Sachen raus. Ich habe ein paar Mods noch installiert. Ich sehe das Menü gerade. Einmal das Make Demands. Das heißt, ich kann quasi Gebiete oder Regionen fordern oder zum Beispiel die Vasalisierung oder Tribut. Das kostet mich dann halt politische Power und je nachdem, wie stark ich bin und wie schwach die, kann es sein, dass es annehmen oder ablehnen. Ja, ansonsten habe ich sonst noch so installiert. Gut, die üblichen Mods, Faster Construction, More Non-Core Manpower, das braucht man jetzt hier allerdings gar nicht, aber ich deinstalliere die schon gar nicht mehr. Ansonsten, die Amerikaner haben hier ziemlich große Möglichkeiten, was man alles bauen kann. Wir haben hier die Möglichkeiten mehr Chrom. Entschuldigung, Aluminium, dann Wolfram, alles Tungsten und Stahl können wir mehrere Minen noch machen, wo wir bei der E ziemlich gut aufgestellt sind. Dann, was ich jetzt gleich machen muss, sage ich euch jetzt gleich noch. Und zwar, ich weiß nicht, ob das schon da ist. Ne, ist noch nicht da. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit, den Mississippi-Kanal zu bauen. Da habe ich ja bei meinem Probespielen, habe ich das nicht gecheckt, wie das funktioniert. Jetzt weiß ich es in der Zwischenzeit. Darauf gehe ich dann ein, wenn es soweit ist. Und wir müssen hier quasi unser Kongress, das heißt, dieses Kongresssystem, wir müssen halt immer Lobby-Efforts, also wir müssen quasi immer die Lobby unterstützen, beziehungsweise Lobbyarbeit betreiben, dass quasi die Senatoren uns unterstützen. Das Grüne ist gut, das Rote ist schlecht. Denn es gibt nachher Fokusse, da brauche ich dann die Unterstützung vom Senat für, dass ich die überhaupt machen kann.
Ich weiß nicht, ob dieses Senatsystem von The Road to 56 kommt oder ob das von dem Spiel selber ist. Das kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Ich glaube das ist allerdings, dass es von The Road to 56 ist, weil es schaut sehr... Ja, ich weiß nicht. Ist es von The Road to... Also wenn das mich da einer aufklären könnte, wäre ich euch sehr, sehr, sehr dankbar. So, ansonsten werde ich jetzt erstmal die Standardforschung betreiben. Und dann sehen wir uns, sobald was Interessantes passiert wieder. Bei den Amerikanern gibt es aktuell übrigens auch noch die große Depression. Das ist ja äußerst bescheiden. Das Problem ist nämlich quasi gar keine Möglichkeit, Bevölkerung zu rekrutieren. Also rekrutierbare Bevölkerung minus 50%, Ressourcengame minus 20%, politische Powerkosten plus 1 und Joint Faction Tension Limit plus 20% und das Schlimmste von all den Sachen, Consumer Goods Factories 30%. Das ist schrecklich. Dazu kommt noch, wir haben Undisturbed Isolation. Das ist Consumer Goods Factories 50%. Ihr seht das auch schon hier. Fuel Capacity minus 45%. Construction Speed für alles Mögliche minus 50%. Also die Amerikaner zum jetzigen Zeitpunkt, man versucht wirklich, also beziehungsweise Paradox versucht auch wirklich mit aller Macht, die Amerikaner ein bisschen zu krippeln, was die Early Game Stärke angeht, weil natürlich, logischerweise, die Amerikaner sind so quasi das Stärkste, was es gibt im Spiel. Wenn man natürlich von Anfang an die Möglichkeit geben würde, so als Powerhouse zu arbeiten, das heißt quasi Ressourcen ohne Ende, Truppen ohne Ende, man könnte bauen ohne Ende, dann wäre das natürlich viel zu einfach. Deswegen hat man natürlich diese ganzen Mali eingebaut, was allerdings auch ein bisschen realistisch ist, weil die Amerikaner zu dem Zeitpunkt wirklich nicht so optimal aufgestellt waren. Sollte die AI möglich sein, Forderungen zu stellen, ich mache jetzt erstmal Player Only, das ist quasi diese Mod hier gewesen. Weil ich nicht weiß, wie das mit der KI aktuell funktioniert. Ich habe es auch nicht ausprobiert. Ich möchte jetzt aktuell tatsächlich keine irgendwie großen Experimente wagen. Genau, wir haben eine große Depression. Ihr seht, wir haben aktuell 170 Civil Factories. Von denen sind 136 für Consumer Goods. Das heißt, wir können aktuell nur 34 nutzen. Das ist natürlich schrecklich schlecht. Senator von Mississippi möchte uns unterstützen. Das ist gut. Kann ich jetzt schon den Mississippi-Dings machen? Ne, noch nicht. Noch nicht, das dauert noch ein bisschen. Ja gut, ich zeige euch das auf alle Fälle, wenn wir so jetzt sind. Ansonsten bleibt uns jetzt nichts weiter übrig, als ein bisschen aufzubauen. Natürlich nebenbei die Fokusbäume vorantreiben und warten, dass der Roosevelt abtritt. Repräsentative sprechen in Support vom Government. Wunderbar, 25 unterstützen mich. Jetzt haben wir aktuell House Support 228 und 435. Das heißt, wir haben sogar schon die Mehrheit aktuell. Wenn meine Kopfrechenkünste nicht komplett schlecht sind. Wir haben jetzt aktuell 228, 435, das ist ja über 50%. Hier ist genau die Hälfte, ironischerweise. 48 von 96 ist genau die Hälfte. Was ja auch nicht schlecht ist, aber notfalls könnten wir halt, wie gesagt, die Lobbyarbeit betreiben. Und ja, dann schauen wir mal, wo uns die Welt hinträgt. Ich bin schon sehr gespannt, welche Bündnisse und welche Kriege sich hier entwickeln die nächsten Tage, Stunden und Folgen. Eine andere Sache, die aktuell aufgrund der großen Depression eher ein bisschen nervig ist, quasi die Tatsache, dass wir fast keine politische Power bekommen, weil die große Depression quasi eine politische Macht am Tag kostet und dadurch, dass wir dann noch Fokusse erforschen nebenbei, haben wir jetzt aktuell quasi minus 2 und wir machen quasi 0,15 am Tag bloß Gewinn an politische Power, was natürlich, ja, muss ich euch nicht sagen, ist natürlich blöd. Und wir können jetzt zum Beispiel auch noch nicht hergehen, weil ich zum Beispiel sagen würde, okay, ich möchte jetzt sofort faschistisch werden. Ich könnte jetzt aktuell nicht mal einen einstellen, der faschistisch ist, also er zum Beispiel wäre das, weil ich nicht America First gemacht habe. Und das geht halt leider erst, sobald er weg ist. Das ist alles ein bisschen tricky gemacht. Eigentlich war mein Hauptziel, dass wir quasi zuerst die Amerika royal machen, dass wir quasi Königreich machen. Habe ich dann ziemlich schnell feststellen müssen, das geht gar nicht. Ah hier, invest in the economy of Mississippi. Was ich jetzt machen muss, ist, ich muss was bauen, und zwar eine Civil Factory muss ich bauen im Mississippi. Ach, hier baue ich eh schon. Schau mal. Ach, guck mal. Ach, das ist... Ich muss... Das war wirklich keine Absicht. Das war nicht geplant, dass ich hier schon was baue nebenbei. Okay, das war jetzt eher Glück. Und zwar habe ich jetzt 276 Tage Zeit. Ich hoffe mal, das wird rechtzeitig fertig. 20. August. Ja, das passt super. Dann habe ich nämlich den direkt abgeschlossen. Jetzt muss ich gleich mal husten. Also, vor lauter Freude wäre ich auch noch halb verreckt. Okay. Opposition suffers defeat in the Senate. Wunderbar. Das gefällt mir. Ja, jedenfalls, genau, Königreich war nicht möglich, Faschismus ist so an der Stelle auch nicht möglich. Die einzige Möglichkeit, die es aktuell gibt, irgendwas Richtung politische Änderung zu machen, wäre States Mandate, also quasi, ich weiß nicht genau, was States Mandate, wie soll man das eins zu eins übersetzen, quasi so staatliche Ausrichtung, wenn ich nicht komplett falsch liege. Und da gibt es hier die Option halt Daily Fascism Support plus 0,05%. Das ist halt später was, aber ich denke, es wird auch noch später zum Civil War kommen. Dann ist dann halt die Frage einfach nur,
Das ist jetzt das Dümmste, was ich hätte machen können. Bei dem Civil War ist dann halt einfach auch nur die Frage, wie ich da in der Lage sein werde, den zu überstehen, wenn es zum Civil War kommt. Weil ich bin kein großer Experte in Civil Wars tatsächlich. Meistens kriege ich da auf die Schnauze. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir es hier hinkriegen, ohne dass wir einen Civil War haben. Ah, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Okay, die Franzosen sind scheinbar Richtung Kommunismus unterwegs, oder was? Popular Front. Oder? Warte mal. SFIO, wer auch immer das ist. Ne, aktuell sind sie demokratisch. Hm. Aber da stand gerade Popular Dings hat irgendwas gemacht. Aktuell 15%. Mal schauen, ob das steigt oder sinkt. 84% demokratisch, 15% kommunistisch. Wo ist der restliche 1%? Enthält man mir den vor? Muss man mal im Auge behalten. Wenn Frankreich kommunistisch geht, das wäre wieder interessant, weil das würde dann heißen, wir hätten dieses Spiel eine ziemlich starke kommunistische Front. Weil Russland ist dann zusammen mit Frankreich nicht mehr zu unterschätzen, weil das ist dann wirklich so eine Art kleines Powerhouse. Wenn Russland dann Frankreich im Krieg unterstützt, falls Deutschland quasi Frankreich den Krieg erklären würde. Was ich mir übrigens auch vorgenommen habe, ich möchte mal Portugal spielen. Und was ihr natürlich auch mal gerne machen dürft, ihr dürft mir jederzeit gerne neue Ideen für Kampagnen, Mods, Projekte in die Kommentare schreiben. Ich immer sehr, sehr gerne für zu haben. Wisst ihr ja eh. Also, die Erneuerung der Rom-Protokolls. Ungarn, Italien, Österreich haben ihre römischen Protokolle wieder quasi unterzeichnet. Das ist jetzt interessant. Das heißt, die arbeiten zusammen. Was sein könnte, dass es dann quasi später wieder ein römisches Bündnis gibt, was dann Italien, Österreich, Ungarn umschließt. Das hatten wir schon mal. Das gab einen äußerst interessanten Krieg, wenn ihr euch noch dran erinnert. Wenn das dann so kommen sollte, das könnte dann sogar direkt ziemlich früh kommen, wenn zum Beispiel Deutschland Österreich angreift, könnte es natürlich direkt sein, dass dieses Bündnis aktiviert wird. Ich bin da gerade nicht so informiert über die Fokusbäume, wie das genau funktioniert von Österreich oder Italien und Ungarn. Ich weiß nur, es gab dieses Bündnis schon mal und dann war Österreich von Anfang an im Krieg mit Deutschland und dann gab es einen ewig langen Stillstand und Deutschland hat es ja trotzdem irgendwie geschafft, dann auch Frankreich und Polen noch nebenbei zu besiegen teilweise, bis wir dann eingegriffen haben. Das war wirklich noch, ich erinnere mich noch dran, als wäre es gestern gewesen. Das war noch eine spannende Kampagne. So, die Spanier spielen wieder Civil War. Alles wie immer, ich überlege. Okay. Habt ihr das gesehen? Da hat sich innerhalb von einer Sekunde hat sich... Okay, das geht jetzt... Hä? Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Was ist hier los? Warum werden die so überrannt, die republikanischen Truppen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das ist total ungewöhnlich. So, wir machen übrigens... Wir werden übrigens irgendwann Mexiko besuchen, habe ich mir schon vorgenommen. Besuch in Mexiko abzustatten. Also, ich will ja nichts sagen, aber die Republikaner fallen innerhalb von Sekunden. Das gab es noch nie. Also, ich spiele das Spiel jetzt schon wirklich lange und ich habe auch schon viele, viele Kampagnen gesehen und gespielt. Aber, dass die Republikaner innerhalb von einer halben Minute quasi fast alle Regionen verlieren, das ist äußerst ungewöhnlich. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Jetzt haben die hier sich in Barcelona nochmal neu gruppiert, sind jetzt hier ganz gut aufgestellt. Aber wenn ich zum Beispiel Portugal spiele, wäre das natürlich sehr schlecht, wenn die Republikaner innerhalb von Sekunden fallen. Schaut euch das an. Die werden einfach überlaufen, das juckt die gar nicht. Schaut euch das an, die verlieren alle Regionen. Der Krieg ist eigentlich jetzt schon komplett vorbei. Die haben hier nirgends Truppen, die Republikaner. Ich sage eher republikanische Spanier. Okay, man sagt Republikaner. Ich wollte gerade sagen, ich rede schon wieder Schmarrn, aber ja, rede ich tatsächlich nicht ausnahmsweise. Die haben hier wirklich alle Divisionen teilweise schon verloren. Mal kurz Current Wars anschauen. Spanish Civil War, die Nationalsozialisten haben... Die haben quasi gleich viel Mannstärke, gleich viel Truppen normalerweise. Die haben jetzt schon ein paar Verluste gemacht. Das ist jetzt der einzige Nachteil. Aber die Republikaner haben quasi schon den Krieg verloren. Innerhalb von ein paar Tagen. Krass. Habe ich jetzt so noch nicht erlebt. Was ist eigentlich mit Porto? Was haben die eigentlich für einen Fokusbaum? Sieht schön aus. Gut, wunderbar. Mal bei den meisten Mods gibt es bei Portugal keinen Fokusbaum, weil die alle sich denken, ja, Portugal... Cool und schön. Ja, die sind auch alle eingekesselt. Die werden auch gleich alle sterben. Da haben die zu Glück Häfen. Da können sie sich nochmal zurückziehen. Und da haben sie halt hier jetzt ihr letztes Aufbäumen. Ich überlege auch gerade, ob wir einfach die Republikaner unterstützen. Wäre aber Blödsinn, wenn ich selber faschistisch gehe und dann Republikaner zu unterstützen. Aber wäre halt lustig. Bin wirklich gerade am Überlegen. Aber ich glaube, das wäre eine verlorene Sache aktuell. Weil mit Amerika hat man jetzt aktuell noch nicht so gute Einheiten. Das wäre, glaube ich, Suicide-Kommando. Deswegen lasse ich es lieber.
wir haben jetzt Wahlen in 20 Tagen. Deswegen werde ich jetzt erstmal keinen neuen nationalen Fokus auswählen. Weil nationaler Fokus dauert 70 Tage, die Wahlen sind in 20 Tagen. Lieber verliere ich jetzt 20 Tage dadurch, dass ich nichts mache. Senato speaks out against government party, okay. Oder warte mal, ich könnte das doch abbrechen, oder? Also ich habe das, ich breche normalerweise Fokusse nicht ab, aber wenn ich das jetzt abbreche, müsste ich doch eigentlich sogar, genau, progress will be saved, okay, nee, also kann ich sogar so machen. Und zwar ist jetzt quasi das Ziel, dass ich quasi, sobald die Wahlen sind, ihn absetze und dann natürlich das hier abbreche, den aktuellen Fokus dann natürlich reestablish the gold standard mache. Und dann halt Amerika auf den rechten Pfad zu führen. Ja, ob. Okay. Ich denke, ihr habt verstanden. Es war jetzt keine Absicht, was ich gerade gesagt habe, aber es hat gepasst. Das ist so dumm, dass es schon wieder lustig ist. Jedenfalls ist das der Plan halt, ne? Oh, Brasilien hat mal wieder Uruguay den Krieg erklärt. Das ist tatsächlich etwas, was immer passiert. Huch. House Hearings into the Bristol. Okay, Witch Hunt 40. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Das ist quasi Donald Trump Gate hier, oder was? Oh, jetzt sind alle, also den Senat gehört komplett mir, aber das Haus gehört komplett den Republikanern. Der Mississippi, der ist schon fertig gewesen, deswegen hatte ich schon mal irgendwo Unterstützung bekommen. Ich glaube, deswegen habe ich so viele im Senat, die mich unterstützen, weil ich den Mississippi gebaut habe. Das würde Sinn machen. Es waren übrigens Wahlen. Achso, die sind jetzt erst irgendwann diesen Monat, ich verstehe. Wann genau? Jetzt hat er Elections auf 1936. Jetzt kann ich wählen entweder die Demokraten. Das würde mir bringen 10% Stabilität, 20% Infrastruktur, Construction Speed oder wir machen halt die Republikaner. Was heißen würde, ich verliere unter anderem hier, Kollege Schnürschuh, Franklin Delano Roosevelt, der ist quasi weg, der ist gekündigt. Und dafür wird dann 11 Ländern der neue Leader. Bringt uns außerdem politische Power 120, Standard Öl in Kalifornien, also quasi das ist, ich zeige es mal ganz kurz, das ist hier, diese Fabrik wird quasi dieses Öldingen, sehen wir dann gleich. Dann haben wir 10% Research Speed für Industrie, was sehr, sehr nice ist. 25% Fuel Refining Research Speed, was auch nice ist. Und plus 10% Öl, das ist auch nice. Deswegen, herzlich willkommen. Jetzt haben wir einmal die Option, können wir das hier einmal abbrechen. Und können dann jetzt Reestablish the Gold Standard machen. So, und dann haben wir jetzt hier unsere Öl of California. Und können jetzt außerdem, weil dadurch, dass wir jetzt so viel politische Power haben, können wir noch das hier machen. Huch, nee, nicht das hier. British Parliament Intervention in the Benelux. Das ist schon ziemlich früh sogar. Wo war es jetzt? Faschismus? Da, das müssen wir machen. So, da haben wir jetzt schon leichten Wachstum im Faschismus. Und die Briten möchten wieder intervenieren. Aber aktuell passiert nichts. Wir sind jetzt aktuell 1937 gleich. Es gibt noch keine Kriege außer den in Uruguay. Der war auch ziemlich schnell vorbei. Die Welt baut sich noch auf. Wir haben unseren Weg ebenfalls gesetzt. Unser Pfad steht. Wir sind soweit schon mal vorbereitet für die nächsten Jahre, die kommen werden. Übrigens, der Kongress sieht gerade, ja, nett ausgedrückt, ziemlich beschissen aus. Also wirklich beschissen. Tut mir leid, wenn ich das so direkt sagen muss, aber 24 von 96 Senat-Support und 135 von 435 House-Support. Da müsste man eigentlich direkt mit Lobbyarbeit anfangen, aber das kann ich nicht, weil dann würde ich nämlich minus politische Power am Tag bekommen. Deswegen lasse ich das natürlich jetzt erstmal. Aber ja, die Situation aktuell für uns ist nicht wirklich ideal. Die chinesische Republik, also ich glaube die hier, die ist so, genau, die chinesische sowjetische Republik hat Xi bei Sanwa den Krieg erklärt, was ich persönlich tatsächlich ziemlich mutig finde. Denn wenn wir die Truppenstärken anschauen, okay, sind ausgeglichen. Gut. Ich dachte eigentlich, dass das etwas eindeutiger für Xi bei Sanma ist, aber da ist scheinbar nicht nur, das ist scheinbar nur Berge und Wüste und keine Menschen. Na gut. Die Spanier hingegen, die kämpfen hier seit Jahrzehnten um Valencia, Alicante und ja, hier halten die Republikaner eigentlich auch seit Ewigkeiten die Stellung. Opposition suffers defeat, wunderbar. Wir haben jetzt aktuell halt das Problem, dass wir quasi immer noch, ja, Senat und House Support ist schon besser geworden. Könnte aber besser sein. Wir haben in der Zwischenzeit auch verstanden, wie das funktioniert. Ich wähle das aus. Dann läuft es 30 Tage und nach diesen 30 Tagen bekomme ich dann quasi den Effekt, der halt da steht. Zum Beispiel wäre das hier 10 Senatoren und 50 Repräsentative. Jetzt hier in dem Fall dann halt 5 und 25. Bin gerade überlegen, lass mich mal ganz kurz rechnen. Ihr könnt mitrechnen und mich dann über etwaige Fehler aufklären. Und zwar, was ist denn hier eigentlich Timed Decisions? Was gibt es denn hier aktuell? Irgendwas ist Timed Decisions. Wo? Ah ne, Decisions Available, Entschuldigung.
dachte, da ist irgendeine Time Decision. So, und zwar, wenn ich jetzt Medium Lobby Effekt mache, dann habe ich quasi 45 Tage dauert das. Wie lange dauert das? 30 Tage. Okay, nee, dann ist das Medium Lobby Effekt eh schon besser. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist ja das sogar besser, wenn man immer das Kleine macht statt das Große, aber das, ja, war jetzt nicht das, nicht der klügste Gedanke, den ich heute hatte. Litauen ist der Baltischen Union gejoint. Hallo. Die ersten Bündnisse bilden sich. Northern Lights, Baltic Union. Oh. Jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5 Bündnisse. Na gut. Und 6 Bündnisse. Entschuldigung, 6 Bündnisse haben wir in der Zwischenzeit. Die amerikanische Liga hat sich auch schon gegründet. Das wird interessant. Oh, bin ich schon mal sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht hier. Jetzt geht's aber ab. Das neue persische Empire ist der Achse gejoint. What? Hä? Lol. Iran ist der Achse gejoint. Okay. Also, jetzt, das ist... Also, ich habe schon wieder viel erlebt, aber dass die Iraner der Achse joinen, habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Das ist jetzt krass. Und das... Jetzt nennen die sich auch noch das neue Persische Reich. Also, ich glaube, jetzt geht los. Ey, oh, das wird spannend. Das wird richtig spannend, wenn nämlich Russland dem Iran den Krieg erklären sollte oder umgekehrt. Aktuell ist der Iran noch schwacher, aber der Iran ist auch so ein Ding. So, umso später, umso stärker. Der Iran ist später durchaus in der Lage, auch mal irgendwie 40, 50 Divisionen aufs Feld zu führen. Das könnte auf alle Fälle interessant werden. Chile hat Peru den Krieg erklärt. Das ist auch ein interessanter Krieg. Gehabt so eine ganz kleine Front. Eine einzige Provinz haben die ja als Front. Gucken, wie da die Kräfteverhältnisse sind. Ach, Chile und Argentinien gegen Peru. Aber wer war der Aggressor? Wer hat den Krieg erklärt? Weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Ich glaube, Chile hat Peru den Krieg erklärt. Das heißt, Chile und Argentinien sind die Aggressoren. Peru ist quasi der Verteidiger an der ganzen Geschichte. Und die Manpower spricht ganz klar für Chile und Argentinien. Bin ich mal gespannt. Ich werde nicht eingreifen. Ich könnte eingreifen natürlich. Könnte da sagen, hey, lass das mal. Und könnte Truppen nach Peru schicken. Mache ich aber nicht. Kein Interesse dran. Das Einzige, was mich jetzt aktuell wirklich noch interessiert, ist Adjust the Compensation Act. Ich wollte es die ganze Zeit schon machen. Das ist nämlich der Vorteil, dass quasi die große Depression wird in langsame Erholung umgeändert. Das heißt quasi, ihr seht das hier schon, rekrutierbare Bevölkerung plus 10%, minus 5% Consumer Good Factories und so weiter und so fort. Das ist quasi so der erste Schritt in die richtige Richtung. Konnte ich allerdings die ganze Zeit nicht, weil ich nicht genug Unterstützung hatte von den Senatoren und von den Repräsentativen. Das ändert sich jetzt spätestens mit dem Chinese Exclusion Act, weil der wird nämlich dafür sorgen, dass, ich zeige euch das gleich mal, der wird nämlich dafür sorgen, dass wir plus 30 Senatoren und 125 Repräsentative uns jetzt gleich unterstützen werden. Sehen wir das hier, mal gucken, ob das hier auch schön gleich eingeblendet wird, wenn das fertig ist. Jawohl, das sieht doch super aus. So, und jetzt kann ich nämlich hier Adjust the Compensation Act machen. Wir haben eine neue Division. Ansonsten denke ich mal, die erste Folge ist jetzt hiermit beendet. Wir haben den Weg gesetzt für die Zukunft. Es gibt aktuell 3 Kriege. Noch immer den spanischen Civil War. Den allerdings, also hier geht nicht viel. Ich meine, ich glaube, die Faschisten haben ein oder andere Provinz noch mehr erobern können. Zum Beispiel das hier. Das hier, ich glaube, das hier haben sie noch erobern können. Da war nicht überall noch, ja genau. Hier waren eigentlich noch die Republikaner stationiert, weil so nah am Barcelona waren die Faschisten noch nicht. Aber wenn Barcelona fällt, ist der Civil War hier vorbei. Dann gibt es noch den Krieg aktuell. Chinesische Sowjetrepublik gegen Xi Bai San Ma. Da hat die Chinesische Republik mal Progress gemacht. Aktuell sieht es allerdings wieder eher so aus, als ob Xi Bai San Ma in der Lage ist, nicht nur die Linie zu halten, sondern vielleicht auch mal wieder zurückzustoßen. Weil da geht nicht mehr viel. Wir schauen uns doch mal ganz kurz an, wie hier die 16.000 Verluste, 18.000 Verluste, Division komplett ausgeglichen. Manpower ist aktuell geschätzt, China etwas stärker. Dann haben wir noch den letzten neuen Krieg. Chile und Argentinien gegen Peru, da muss man einfach abwarten, wie sich es entwickelt. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich weiß, die Folge war jetzt nicht so interessant. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß gehabt. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder mit den United States of America, kurz USA. Bis dann. Tschüss.